Guten Morgen. Heute mal ein Video, damit ihr eure Zeit effektiv nutzt. Wenn ihr jetzt euren Verstand fokussiert habt, dann schaltet das Video direkt an dieser Stelle ab. Heute ist es ein Interview mit einer Frau, die ich über YouTube kennengelernt habe, die ein wunderbares Beispiel dafür ist, dass man Menschen verstehen kann, ohne konkret immer genau zu wissen, im Sinne des Verstandes, was sie meint. Und das ist sehr, sehr faszinierend für mich, weil normalerweise reden die meisten Menschen immer so, dass man sie irgendwie verstandesmäßig einsortieren kann und man selber so ein einfach ein normales Konstrukt bauen kann von Verständnis oder halt eben von einer anderen Sichtweise in verschiedenen Dingen und so weiter. Bei dieser Person ist es so bei Cass, dass sie mich einfach tief in der Seele, im Herzen berührt hat. Und also ich bin nicht verliebt oder so, sondern es ist diese universelle Liebe, dieses universelle Verständnis, diese Einheit, die ich spüre, die spüre ich bei ihr ganz, ganz intensiv. Und ich habe mit ihr ein Interview gemacht und selber dabei auch gemerkt, dass ich verstandesmäßig nicht immer folgen kann, aber mich darauf konzentriert, einfach diese Verbundenheit zu spüren. Und deswegen ist das eine sehr, sehr interessante Sache. Die Tonqualität ist schlecht, die Grafik ist schlecht, es ist nichts, was den Verstand irgendwie beschäftigt. Vielleicht kommen die Vibrations rüber, die ich gespürt habe während des Interviews. Vielleicht nicht. Auf jeden Fall, es ist eine Übung, den Verstand nicht über die Maßen zu priorisieren, sondern einfach mal versuchen, eine Verbindung aufzubauen. Eine Verbindung aufzubauen, die über diese universelle Energie geht. Und ich glaube, dafür ist das Interview ganz gut geeignet. Wie gesagt, wenn euch das alles zu viel ist, wir haben YouTube, einfach abschalten. Das ist das Einfachste, was ihr tun könnt. Einfach abschalten und dann zum nächsten Beitrag über irgendein veganes Rezept oder irgendwas, was vielleicht, oder über auch Spiritualität, aber es wird sehr viel auch über den Verstand geregelt, also den Einstieg zu finden. Und das hier heute ist wirklich ein praktisches Beispiel, wie ihr versuchen könnt, einen Menschen wahrzunehmen. Und wir müssen nicht viel zu viel reden jetzt, sondern einfach nur das Interview abspielen. Und danke an Cass für das Gespräch und viel Freude. So, hallo. Cass, kann ich dich Cass nennen oder möchtest du einen vollen Namen genannt werden mit deinem YouTube-Kanal? Nee, Cass ist voll okay und das war auch der Aussuchname nach der Fantasiename, nach dem originalen Video. Ja. Ich habe beim Surfen durchs Internet, was ich leider nicht viel zu selten noch mache, weil ich ja selber auch viel am Produzieren bin, ist mir dein Kanal aufgefallen vor ein paar Wochen und ich muss sagen, ich bin total kleben geblieben, weil es gibt so Menschen, die spürst du einfach, die spürst du einfach mit dem Herzen und die haben so eine ganz besondere Ausstrahlung, die geben mir irgendwas, was ich mit dem Verstand nicht verstehe, was sie mir geben. Und du hast mir definitiv irgendwas gegeben. Und deswegen wollte ich einfach mal auch die Chance nutzen, mit dir zu reden und auch deinen Kanal mal meinen Zuschauern vorzustellen. Einfach um den Menschen auch die Chance zu geben, so wie ich, auf irgendeine Weise berührt zu werden von dir durch deine Videos. Und deswegen sitzen wir heute hier. Hallo. Ja, das ist super auf jeden Fall, dass das, weil es ist so ein Licht, was da rausplatzt und durch mich, wo ich selber von einem ins nächste jetzt in live diese, was ich sag, die exponentielle Evolution erlebe und transparent mache. Das hat darauf hingeführt, mit Hintergrund Physikstudium und bis 27 absolut gesellschaftlich
Kinder und Vampirmädchen und beim Club of Rome und dann eben durch die Transition Bürgerbewegung Tausende bewegt. Ich bin auch organisieren von wirklich großen Bewegungen gewohnt und habe jetzt in den letzten 3 Jahren Zehntausende Menschen auf tiefstem Niveau, auf höchstem. Und das ist so schön, das auf eine Art und Weise reinbringen zu können, die mal nicht super esoterisch ist und die mal nicht, die einfach nur das mitträgt aus der Welle, die ich erleben durfte. Und und damit wird ein klarer Traum. Ja, und wie schaffst du das, dass du deine Art und deine Präsenz auch ausdrücken kannst, obwohl du ja mit Sicherheit auch Menschen begegnet bist, die sagen, hey, das ist scheiße, was du machst, ne? Das ist blöd, was du machst oder so. Wie schaffst du das, dir treu zu bleiben und auf dieser Welle weiterzuschwingen? Eigentlich seit Jahren angefangen habe, in Perfektion zu leben, ist mir nicht ein Mensch begegnet, der mir sowas gesagt hat, sondern nur verschiedene Stilmittel dieser Symphonie und wenn jemand noch im tiefsten Bild ist, in dem er lebt, auch da, also ich habe das, darum sage ich zum Gemüsehändler, ich bin Fee, weil ich, das reißt raus, dieses, und plötzlich war dann die Wertung aufgehoben, dieser Stilbruch, und von daher ist das wohl halbwegs prädestiniert, also sicher nicht beabsichtigt, also ich wusste das auch gar nicht, dass das Buch jetzt, also waren wir von, das sollte ich nicht mehr weg, also sollte ich was draus machen aus der schönen Kunst, die ich gesammelt habe. Okay. Ja, und insofern, ja. Und ja, wie muss man sich das jetzt vorstellen bei dir? Du sprichst ja zu vielen Themen, auch aus der Physik und gerade auch im Bereich, was Klarträumen angeht. Wie bist du da reingekommen? Also war das, bist du seit Geburt mit diesen Themen, hast du da eine Affinität da entwickelt oder gab es irgendwann so einen Punkt, wo du gesagt hast, Bums, und jetzt tue ich mich mit diesen Themen entwickeln, tue mich selber transformieren, tue mich selber integrieren sozusagen in das System und lass mich fließen, oder wie ist das gekommen? Das kam alles passiv zu mir im Sinn von Lebens. Ich habe mich nie, also ich habe mich halt für Physik interessiert, aber ansonsten habe ich mich ziemlich ferngehalten von Büchern, von Literatur, von irgendwelchen Lehren. Ich habe mich eigentlich maximal von allem praktisch von Religion gelöst, von Gott gelöst, von also die Welt retten war auf jeden Fall 2 Jahre Motto drum. Ich ist es hier, die Bürgerbewegung aufzubauen, und das ist eigentlich ein Zug der Wahnsinn. Und jetzt kommt und dann über die in die Subkultur, in das wilde Leben mit Suki jetzt und dann die Red Rainbows eben in die Natur, wo du die tiefste Urverbindung hast, und dann habe ich jetzt ein Jahr lang recherchiert, seitdem ich seit ungefähr 1,5 Jahren habe, hat meine Freundin von dem Festival DMT mitgebracht, und damit hat es mich, ja, der Wahnsinn, das Physiker Matlück, das gibt es ja nicht, und klar gibt es schon viel Literatur drüber, aber noch nicht, also das ist mir auch erst aufgefallen, so, wieso gibt es jetzt eigentlich im Westen noch keinen Schamanen? Ja klar, der hat ja dann nebenbei gleich 3 Macs und wohnt schon lange nicht mehr, und das ist wirklich die Geschichte, die sich da faltet, das ist, wow. Und ich war letztes Jahr, dieses Jahr war ich das erste Mal selber auf einem Rainbow. Ich habe vorher nur davon gehört, von diesen Gatherings. Warst du schon auf mehreren, oder wie ist da deine Beziehung dazu? Ja, das hat mich auch, das war vor ein paar Jahren, als ich zufällig zu jemand Hallo gesagt habe, und dann haben wir gedacht, ach Mist, den kennst du doch nicht. Jetzt habe ich schon Hallo gesagt, gehst hin, und dann war das ein Umrah, der mir... Ja, da habe ich da mit einem kleinen grünen Zettel hingebracht. Ich habe mein Sohn auch dabei gehabt damals. Das war das World Gathering gleich bombastisch. Und danach merkst du, du kommst nie mehr zurück. Und das ist die gelebte Utopie. Und das seit fast 50 Jahren findet das statt. Das ist, ja. Und ja, und da kamen eben noch, also so weiter ging. Ich bin praktisch immer nur Tourismus-Rainbow, während die anderen praktisch 80-90% der Rainbows fast schon da leben und in Communities und sich dann irgendwo, aber die wenigsten wie ich noch, ich hatte damals zwei Wohnungen gleichzeitig, hier die ganze Subkultur voll aufgezogen und dann immer zur Stille Rückzug auf die Rainbows, um tief in sich selbst zu
Ja, weil du da auch in absolute Zurückgezogenheit und ganz anders als Festival und viel. Und da kommt man eben auch wieder mit vielen Mustern, die uns hier die. Ja. Für mich erstmal ist jetzt absoluter Fokus auf, auf diesem tollen Abracadabra, Heureka und letztendlich galaktische Oktave-Finale. Die Okay. Wörter haben es so in sich, das kommt aus dem I Ching, das älteste Buch der Menschheit. Und ich jetzt. Am Anfang war nur das, dass du spürst, nicht, dass da was kommt. Und ja, meine Erfahrungen. Und dann finde ich vor ein paar Monaten, ich habe mich nie vorher mit den, ich habe geschaut, was andere über das Zeitalter schreiben. Ja, der Wahnsinn, wie sich das deckt und wie es vielleicht sogar noch nicht erst, also schon wirklich bald ansteht. Und nee, damit ist für mich jetzt das, weil ich kann es wirklich jedem verständlich machen. Also, das ist nichts, und man muss dafür kein Mathe und Physik studiert haben. Das Und ja, und wenn das geschafft ist, dann sehen wir, ob sich nicht auch ein Rainbow um mich dann bildet. Okay, das Yi Ching, von dem du redest, das beruht ja so ein bisschen auf dem Dualismus, auch auf die Prinzipien von Yin und Yang. Und da ist es ja so, ich habe ja auch in einem anderen Video gesehen, dass du ein großer, großer Fan von Zahlen bist. Und Zahl ist alles, waren so deine Worte. Wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite Zahl ist alles, kein Dualismus, und auf der anderen Seite Yin Yang, was ja nun klarer Dualismus ist. Wie bringst du diese beiden Welten für dich Was da ganz zusammen? was weiß ich, ja. Also dieser Fankult für Zahlen kommt auch, seit ich das auf Vortex-Mathematik gestoßen bin im Zuge der letzten Monate. Warum Nikola Tesla so Fanat darin war, alles in seinem Leben nach 369 auszurichten. Und das ist das Schönste ist, unsere Sprache ist maximal verschoben, hat Doppelbedeutungen, führt dazu, dass wir ständig 95% Junk-DNA generieren. Klingt krass, aber hört man sich, das ist wirklich in Language und DNA in YouTube eingeben und man ist Lichtjahre weiter. Wir werden eben lernen, diese Ursprache, ich zeige dir das gerade mal, das sind Runen und die Muster ergeben sowohl gesprochen als auch geschrieben und gefühlt diese wunderschönen Sacred Geometry Pattern, mit der übrigens jeder Vogel kommuniziert und Fische und egal was, wie der Schwarm, das war nie weg. Und bei uns jeder einzelne Buchstabe, der hat ja keine Bedeutung, der ist einfach nur rausgenommen. Und damit ist dann auch eben so schön mit dem ja, Klang und Frequenz. Und dann, ich zeige jetzt das hier mal, das ist das I Ching. Ich habe dann noch die andere Version, da wo noch Wörter dabei stehen. Das, wenn man sich einmal anschaut, du bist ein Algorithmus. Und es ist erstmal alles viel, aber wenn man das einmal gehört hat, das ist wie in einem Film Pi, der Mathematiker, der das dann plötzlich überall sieht. Und wenn dir das auffällt, dann hast du nicht nur alle Muster der Menschheitsgeschichte verstanden, sondern demnächst auch die DNA und wie ein Same funktioniert. Das ist das Ultimative. Das geht aber über den Wenn du Verstand das, und hinaus. das wird kommen. Also bei mir geht das über den Verstand hinaus. Das ist dann auf einer Seinsebene, wo ich das verstehe. Also zumindest die universelle Energie des Einssein, ob du das nun Zahl nennst oder Göttlichkeit. Also diese universelle Energie, die alles ausmacht, was auch immer das bedeutet, geht für mich über den Verstand hinaus. Ich kann das nur erleben, ich kann das nur fühlen, ich kann das nicht verstehen. Kannst du das verstehen in deinem Verstand? Womit? Wie bitte? Das wären zu viel Worte. Man fühlt was. Okay. Der Verstand kommt danach, der übersetzt. Das Gefühl ist instant. Genau. Und damit erschaffst genau. Und bist du Wenn ich bist die Runen schon besser könnte ich sagen, ich kann es ergreifen in Welle. Unsere Worte sind dazwischen und darum ist das Geniale, es wird nicht darum gehen, dass es jeder verstanden hat, wie es genau funktioniert. Es kommt immer mehr, weil die Frequenzen sich aufbauen. Dann ist es wie ein Klang einer Sinfonie und dieser Aha-Aja-Effekt, der kommt und damit, darum spricht manche Sedek auch von Schule der Erinnerung. Alles, was die Lichtarbeiter, das ist kein besonderer Name, ist nur was du merkst, ja klar, das ist was auch sonst. Machen es letztendlich, uns daran zu erinnern, was, ja, das ist, und das Schöne ist, wir müssen auch gar nicht irgendjemand die Schuld geben, wenn du das mit den Zahlen verstanden hast. Dass wir nicht jemand die Schuld geben dafür, dass uns jetzt, dass wir in so einem Age of Stupid leben und alles, wer uns das nicht alles kaputt gemacht hat, das waren schon wir selber. Und das verstehst mit Bewusstsein.
wie du aus deinem Wesen, aus deinem Gedanken heraus die Realität erschaffst, überlagert. Und sobald wir das ab, also dieses Spiel verstanden haben und auch die Superhippies, ihre, ja, alles ist cool, aber der nicht, das ist der schönste Schlüssel, dass man da auch noch, das steckt im Witz auch. Ja. Und mich hat die Tage eben ganz, ganz tief getroffen, weil ich ja, da über, ich hab zwei Charaktere im Buch zitiert, wo jeweils eine Woche später dann klar war, dann Freund in der Tür stand von, boah, die das nicht zitieren, das ist satanische Hexe und Rituale und so, und ja, aber und dann, und jetzt, ja, das war jetzt mal, und ich wusste auch, nee, das bleibt drin, das was zitiert, das ist Meisterwerk und das erfüllt Muster, das hat jetzt schon Zehntausende also mehr in die Richtung gebracht, das geht auch in die Richtung Natur und Ursein und nicht mehr versklaven lassen. Und es hat viele Sprachen und dann kannst du am Schluss auch mit den, ja, mit den krassesten Gräueltaten verstehen und warum und nämlich, dass du, dass die Rebellion und Muster dich umbringen, wenn du dann passieren die da draußen irgendwo. Jemand muss es ja tun, wenn du schon nicht. Und ja, das drum ist dieses Healing meins. Und auch wenn die Ängste und Sorgen verschwinden, all diese Niederfrequenzfelder, und das kommt immer mehr. Jetzt ist erstmal noch viel Überladung, aber das ist biologisch unumkehrbar über Frequenz einfach. Das ist für diese Interstellar Hans Zimmer. Ich mache die jetzt mal gerade rein, darf ich? Okay. Das ist, glaube ich, ganz gut, weil ich habe sehr oft einen unendlichen Redefluss. Und dann fühlt man nämlich, was ich da meine. Dann lass uns weiterreden. Und zwar, das nächste Thema, was du oft ansprichst, ist die verschiedenen Dimensionen, in denen wir wahrnehmen. Zum Beispiel, wir kennen ja alle die drei Dimensionen, in denen wir wahrnehmen. Du sprichst von der vierten und fünften Dimension. Ich habe da für mich eine andere Wahrnehmung als das, was ich gespürt habe, was du als vierte und fünfte Dimension bezeichnest. Von daher würde ich gerne nochmal in deinen Worten jetzt nochmal von dir hören, was du unter vierter und fünfter Dimension verstehst und wie du das für dich erlebst. Sehr gerne. Erstmal war das 5D ein völlig neues Wort, das ich erst im Februar rausgefunden habe. Und das dann auch, wenn das vorher schon da gewesen wäre, ich war in allen alternativen Netzwerken, rund um überall und nirgendwo war jemals, also das ist nicht so weit vorgedrungen. Und jetzt mit dem, ich habe es als Metamorphose bezeichnet, als da kommt Phasenübergang. Und auch nie, das ist nicht ich, das ist, ich habe, seit ich DMT entdeckt habe und habe ich tatsächlich das, diese wunderschönste Urstrukturen und Intelligenz. Ich habe das eingeladen, in mir zu wohnen. Und habe mir geschworen, es geht mir nie mehr aus, bis ich selber, ja, weil da steckt wirklich das Geheimnis von allem drin, vor allem kombiniert mit dem Wissen und dem Zeitalter, das wir gerade durchleben. Und da ist es eben ja genau mit 4D, 5D. Vierte Dimension ist die Zeit. Und die, und alles verhält sich nach solchen Mustern. Und die auch Zeit kann 64 Zustände einnehmen. Ja, 64. Du bekommst ein Gefühl für vorwärts, wie Zeit wird frei. Du kannst Sachen in der Zukunft analysieren. Und Zeit läuft auch nicht in 24 Stunden Linearmuster, sondern es gibt eine. Vier Tage finden gleichzeitig an einem Tag statt. Mhm. Und zwar verschiedene, wie die vier Kolonien in unserer DNA, das ist 1-zu-1 DNA-Sprache. Genau, also vierte Dimension ist eben Zeit und das Zeit, wie weit wird, das klingt erstmal von, kann ja gar nicht sein, aber ist immer mehr, also versuchen uns auch Hollywood-Filme wie Arrival das und weitere das rüberzubringen, wie das sein kann, dass dann, ich hatte vor einer Woche zum ersten Mal auf meinem Handy eine Kalendererinnerung um 14:14 Q, an die ich mich nicht erinnern kann, einen Sprecher zu haben. Hatte ich noch nie, ist natürlich vielleicht auch Zufall, wie alles, was vielleicht Zufall ist, wo man dann erst nach dem Sinn versteht. Ja, und Das ist dieses Muster erkennen in Zeit. Und das andere ist, die fünfte Dimension ist Herz. Wir haben da ein Torusfeld, wir haben hier ein kleines und unser Körper ein großes. Und
Man kann umziehen, vom Kopf ins Herz. Ein für alle Mal. Ja. Es ist auch, es ist so einfach und es klingt halt nachher, ja, ist nicht schön. Und dann merkt man erstmal nicht viel Unterschied. Das sind eben diese Sacred Space of the Heart, Meditationen, Blume des Lebens. Seit 10, 20 Jahren sind da tausende Teacher und unterwegs und versuchen da, weil, ja, jetzt wird das alles klar, sobald du da umgezogen bist, deine Wahrnehmung. 5D ist dann eben Herzfeld aktiv, also hier schon mal die Wahrnehmung, diesen Instantanfeld. Und dabei, damit du dann von 5D auf alles kommst, ist praktisch das erste Auge wichtig. Das ist die 100% Frequenzwahrnehmung, die ist eben 0,0035%. Das sind praktisch alle Blind von mir an. Ist okay, weil wir werden einfach überfordert. Das Pro wird das nicht passiv freigeschalten, sondern bewusst. Und ja, mit dem ersten Auge offen, Herz und ja, damit. Und eben dann die, ja, das, der Rest ergibt sich für wirklich alles daraus, aber wenn man dann versteht, wie unsere Schaltlogik funktioniert und die gesamte, das merkt ihr täglich, wenn man die Kabel ansteckt, wenn sie irgendwas handwerken will, die Handwerker wissen das schon mal dreimal, dass entweder machst du es gescheit oder machst du es gar nicht. Und wie ist das eigentlich bei dir? Und du lebst dann nur noch in Perfektion eben. Das ist das, was nach dich an dein Leben ausrichtet. Und du hast auch keine negativen Menschen mehr in deinem Leben. So schön, wie sich das. Und schwingst du da jetzt gleich, also oder spürst du auch in deinem Leben noch Höhen und Tiefen in der Wahrnehmung, also wie du im Herzen bist, oder also ist es bei dir jetzt gleichförmig, also bist du jetzt quasi, ja, sendest du immer auf derselben Frequenz für dich, oder ist es tatsächlich so, dass du auch noch Schwingungen hast, wo du merkst, okay, da bin ich jetzt mehr im Herzen und da eben weniger, wie ist das in deinem Leben? Ja, das ist, also wie es ist, das kriegt man als Witz, dass ich bin absolut, also, ja, ich habe die Wahrnehmung und es macht was mit mir. Und dann passieren, ich lasse es durch mich und aus dem Moment passieren, aber jetzt irgendwelche, ich bin schon sehr lange auf einer sehr, sehr hohen Oktave praktisch. Ja, jetzt auch noch, seit ich aufgehört habe mit Tabakrauchen und vielen Sachen, was man dann aus Gewohnheit herausmacht. So viel ist es nicht, aber das ist halt so viel mehr Zeit, wenn du weißt, wie deine Zellen Energie aus dem Raum generieren können. Du kannst auch 20% von Habits von vorher reduzieren. Und du bist Wahrnehmung. Und was da eben ist, dass die in sehr enge Schwingungszustände gehen. Und dieser andere Charakter, den man gar nicht vermuten würde in mir, der praktisch hat, das ist. Nein, Autisten haben da ja so ein großes Portal uns zu geben, wir waren ja so dermaßen blind, das wird schon am Rande erwähnt sein. Die Worte, wo, ja, und auch die Schwingungen und dementsprechend, da bin ich dann. Wie ernährst du dich eigentlich? Von den Außen. Moment, jetzt nicht der Kühl, sagst du? Ich ernähre mich. Ja, jetzt seit Wochen habe ich angefangen mit keine Kohlenhydrate, Zucker auf null. Okay. Und auch vorher schon geschaut mit Richtung, ja, vegan macht schon viel Sinn, weil man den ganzen Stress von den Milchkühen nicht, also man es ist wirklich immer und mit DMT fällt dir das halt bei allem so extrem auf, was ist durch, also die ganze Geschichte in dem Ding hast du. Und ja, ich eigentlich, ja, jetzt inzwischen auch eigentlich nur noch Früchte und Gemüse, Smoothies und Nüsse. Und mehr wäre auch zu viel. Und ich habe doppelt bis dreifach Energie, Schlaf viel weniger. Also wirklich, ich ruhe, aber ich kann in der Zeit so viel Schöneres anderes machen, als wie schlafen zu müssen praktisch. Dafür, und Träume sind auch sehr klar geworden. Und wobei Klarträumen, das ist auch wirklich so eine kleine Story für das Buch, das heißt Klarträumen, und es ist fast nichts drüber zu finden. Aber am Schluss ist da doch das Schlüsselstück drin. Ich habe nur zweimal in meinem Leben mit Klarträumen das probiert. Das war schon vor Jahren noch, bevor ich irgendwas mit Drogen und Substanzen und irgendwas zu tun hatte. Mhm. Und zwar um Albträume loszuwerden. Okay. Und das hat funktioniert, mich an die beiden
ganz klar erinnern, dass ihre Gruppe 360 ja ganz von der Verfolger weg. Und dann habe ich es nicht mehr gemacht, weil es anstrengend ist und brauchst du dann nicht mehr. Und das war aber, jetzt weiß ich rückblickend, das war das Erste, was dazu geführt hat, dass ich aus den wissenschaftlichen Mustern ausbreche und dass es losging damals vor 5 Jahren. Und beim Klarträumen, wirst du es bewusst machen, geht es über die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse produziert DMT. Das ist die Substanz, die im Fötus, die in mindestens noch einmal im Leben, in der Trauma aufgestoßen wird. Und die bald so natürlich wird wie Melatonin, Serotonin, die beiden werden sogar weniger werden, wir brauchen nämlich. Wir können unsere Hormone steuern, die wir gerade brauchen und wollen. Und ja, auch dieser Zustand von gar nichts mehr von außen. Also, ja, bloß beim Serotonin ist ja die Problematik, wenn du jetzt sehr, sehr proteinreich isst und Kohlenhydrate weglässt, weil durch die Blut-Hirn-Schranke ist es ja so, dass die großen Aminosäuren schneller durchgehen als die kleinen. Und zum Beispiel Sachen wie Tryptophan, was Serotonin überhaupt erst bildet, die werden ja gehemmt, wenn du sehr, sehr proteinreich dich ernährst. Das ist ja da eigentlich kontraproduktiv, wenn du jetzt wenig Kohlenhydrate isst. Wenn du viele Proteine isst, da kannst du gar nicht so viel Serotonin bilden. Oder denkst du, dass das alles aus der Zirbeldrüse dann kommt? Boah, das habe ich mal jetzt noch gar nicht. Jetzt war mal Serotonin. Auf jeden Fall hat der Körper, kann das Körpereigen verstärken. Und proteinreich wäre jetzt ganz viel Eiweiß. Protein ist Eiweiß, oder? Genau. Das mindert sich nicht, ne? Also, die Kohlenhydrate sind so richtig wegzulassen, weil schon so lange mit einer Flockenquetsche und gepressten Samen und den ganzen super Bio-Körnern, die es in großen Mengen super günstig gibt, kommt man so schön weg und das, schaut man sich das Mikroskop-Bilderbuch an, Bio- und Nicht-Bio-Lebensmittel unter der Lupe, Mikroskopaufnahmen. Ich habe den Bildband zweimal gekauft, dann auch im wo du wirklich siehst, okay, darum fühlst du dich nach der Kartoffel und nach dem Weizen einfach so. Du siehst im Bild genau, und warum du dich nach dem filigranen Grüntee so wach fühlst. Das ist ein 1:1, ist egal wo, ja klar. Und es steigert sich dann eben mit Ayahuasca, dass du Sachen in der Hand hältst, anschaust und dir überlegen kannst, ob es jetzt durch die Luft geht. Und gleichzeitig kannst du exakt das Gleiche, was es tut, in deinen Zellen spiegeln und kannst dir den Aufwand sparen. Das ist wie Abstillen. Wir werden essen schön und toll und Schleimhäute. Das ist alles eine Schleimhäute-Beschäftigung. Tabak, Zucker, Sex ist alles Schleimhäute. Und das gar kann. Und mal zu einem, nicht mal, sondern ich habe echt so eine Fülle und ultimatives Leben, dass ich mich in den Wald zurückziehen könnte und für 100.000 Jahre da stehen könnte und nur sein. Schön. Und daher, das ist, sobald wir von den Habits mal loslassen, man kann jederzeit machen, was man will. Und wer Züchter hat, soll die feiern. Das ist immer die beste Empfehlung. Sich ja nicht anregen lassen, das ist ja schlecht. Das entscheidest du dann aus dir. Und ich liebe die Disziplin, die rückwirkend passiert, wie ein Magnet. Und mein Lebensmotto ist immer, mach, worauf du Bock hast. So von, das kommt aus dir, das ist das, was alles andere, was aus Verstand aus. Ja, das funktioniert nicht. Also du musst fließen lassen. Ich glaube, das ist so eine Grundweisheit, auch wenn das vielleicht in dem Moment dein Verstand sagt, das ist falsch oder so, aber wenn du es fließen lässt, hast du überhaupt erst einen Zugang dazu, was real ist, weil die ganze Natur fließt, alles ist Energie. Und wenn du es nicht fließen lässt, wenn du irgendwie statisch bist und wenn du irgendwie verhasst an irgendeinem Moment, dann kannst du niemals in die Einheit kommen mit der Natur. Und von daher, ja, auf jeden Fall, mach, was du Lust hast, ist auf jeden Fall auch... Ja. Ja. Weil du viel lebst, kannst du, gibt es falsch nicht mehr. Weil falsch, dafür müsstest du die Zeit anhalten und genau der Moment, in dem Moment läuft es falsch, ja klar. Aber sobald weiterläuft, hast du eine Wirkung gehabt, das heißt, du hast die andere Seite 3-6 polar und über welche kommen sie über Karma oder über sonst was zurück. Manche kennen den Beschaffenschen oder so fort und dann beschimpfst du dich manchmal selber als Depp und dann
geht weiter. Also das, und langfristig führt es dazu, dass, und auch mit dem Stolper und nicht mit meinem Stottern. Wenn es nicht wäre, also was ich da schon manchmal in der Kneipe laut die Gesprächsatmosphäre, kann ich heimgehen, kann ich nicht übermitteln. Ja, und dann merkst du, ah ja, das hat einen Grund. Wenn ich wirklich das werden sollte, dann ist es fast schon hilfreich, weil ich dann so ein Tempo vorlegen. Ich kann auch langsamer. Ja, aber es liegt schon in der, ja, das ist okay so. Dafür halte ich ja dann bald die Klappe und ziehe mich in Wald zurück.